Okay. Schön, dass Sie wieder zu unserem Webinar heute eingeschaltet haben mit dem Thema Studienvorbereitung. Was sollten Sie beachten? Wir sind heute sogar, also außer mir, Bettina Gramberg, auch zwei Gäste. Zum einen der Sebastian, der neben mir sitzt vom Projekt Wissenschecks. Und zum anderen, das ist die Birgit, die Birgit selber, die das TH College leitet hier an der Technischen Hochschule in Wildau. Und die wird das Projekt Vorsemester vorstellen. Das Webinar oder mit dem Thema haben wir uns befasst, um Ihnen halt die Möglichkeit zu geben, über verschiedene Möglichkeiten der Studienvorbereitung hier an der Technischen Hochschule in Wildau gut informiert zu sein, um damit dann auch mit einem guten, gut vorbereitet in ein Studium, sich in ein Studium zu begeben. Was haben wir heute auf der Agenda? Das ist zum einen, werden wir ganz kurz nochmal sagen, welche Studienvorbereitungsmöglichkeiten haben Sie hier an der Technischen Hochschule? Und dann halt ganz explizit darauf eingehen, was sind die Wissenschecks, was ist das Vorsemester und wir werden nochmal darauf eingehen, welche Vorbereitungsmöglichkeiten wir im Bereich Mathematik haben. Danach sind Sie gefragt, das heißt, wir haben dann unsere Informationen erstmal geliefert, dann können Sie im Chat, in der Chatfunktion Fragen an uns stellen, die wir dann sofort beantworten werden. Wir, das ist das Projekt, von dem ich immer spreche, das ist das Projekt Blended Counseling. Auch das ist hier in der Technischen Hochschule in Wildau angesiedelt. Und das ist ein Projekt, auf dem oder in dem verschiedene Beratungsmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte zur Verfügung gestellt werden. Beruflich Qualifizierte definieren wir Menschen, die entweder kein Abitur haben oder halt nach dem Abitur erstmal ganz lange in ihrem Ausbildungsberuf gearbeitet haben und dann erst sagen, sie möchten jetzt studieren aus irgendwelchen Gründen. Und weil wir wissen, dass diese Personen meistens schon aus verschiedenen Lebenssituationen zeitlich sehr eingebunden sind, haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, in dem sie halt verschiedene Beratungsmöglichkeiten bei uns in Anspruch nehmen können. Zum einen die persönliche Beratung bei uns vor Ort, aber auch ortsungebundene Beratungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die telefonische Beratung, die Videoberatung oder auch diese Webinare. Genau. Hier nochmal unsere kleine Agenda für heute halt. Und dann würde ich auch gleich Sebastian bitten, zu beginnen mit dem Projekt Wissenschecks. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, danke Bettina. Hallo, mein Name ist Sebastian Üdelhofen. Ich bin einer der Projektkoordinatoren in dem Projekt Profilgebundene Wissenschecks 2.0. Wir werden gefördert durch die EU und das Land Brandenburg und eine unserer Hauptaufgaben besteht darin, Online-Tests, also sogenannte Wissenschecks für Studierende der MINT-Fächer zu entwickeln. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und ein Hauptziel, das wir damit verfolgen, ist eben Studieninteressierten der technischen Studiengänge hier an der TH Wildau mal Aufgaben und Themen zu präsentieren, wie sie auch später so ähnlich im Studium vorkommen können und so auch eine Möglichkeit zu geben, eben zu reflektieren, ob einem diese Arten von Aufgaben gefallen, ob man das inhaltlich auch ja, versteht, was da passiert und eben sagen zu können, okay, das gefällt mir, das kann ich oder vielleicht habe ich da noch Nachholbedarf, Lücken, die ich eben auch durch Vorbereitungskurse, die wir auch an der TH anbieten, eben schließen kann, um dann, wenn ich mir ein solches Studium hier, wenn mir ein solches Studium gefällt und ich das hier dann beginne, dass ich dann nicht frustriert starte, weil ich bestimmt in bestimmten Themen nicht nicht hinterherkomme und deswegen mir das dann zu viel wird. Die Wissenschecks, die wir anbieten, sind auf unserer Website zu finden. Die Website ist die th-wildau.de/wissenschecks, also mit S am Ende. Und wir bieten Wissenschecks, also diese Online-Tests für vier verschiedene Themengebiete derzeit an. Das ist zum einen ein Wissenscheck für Mathematik und den empfehlen wir auch allen Studieninteressierten der technischen Studiengänge hier, weil Mathematik die Grundlage eben auch für praktisch alles Technische ist, was man hier machen kann. Also wer sich dafür interessiert, bitte den Mathe-Wissenscheck einmal machen. Darüber hinaus haben wir auch noch Wissenschecks für technische Mechanik, für Physik und auch Informatik. Wobei der Informatik-Wissenscheck unser bisher neuester ist, der ist auch etwas anders aufgesetzt als so typische Online-Tests, die man so kennt. Wir haben uns hier versucht, ein bisschen was Neues zu machen und ja, die informatischen Aufgaben und ja, Themen in einer Art Kurzgeschichte zu präsentieren. Eine Kurzgeschichte, die man hier an der TH Wildau
praktisch virtuell absolviert und währenddessen man eine kleine Campusführung macht, somit auch den Campus unserer TH Wildau kennenlernt und auch die verschiedenen Studiengänge, die es so im technischen Bereich gibt, auch mal sieht und weiß, was man hier so studieren kann. Wir empfehlen also allen, diese Wissenschecks auch einmal zu machen, die sich für solche Studiengänge interessieren. Wichtig ist uns dabei nochmal darauf hinzuweisen, dass es selbst wenn man einen Wissenscheck, wenn man bestimmte Aufgaben nicht gelöst hat oder auch nur eine geringe Punktzahl erzielt hat bei diesen Tests, dass man deswegen nicht glaubt, man wäre nicht geeignet für einen dieser Studiengänge oder das macht alles keinen Sinn, sondern dass man das eher als vielleicht Ansporn sieht, zu sagen, okay, ich habe vielleicht noch bestimmte inhaltliche Lücken, aber mir machen die Aufgaben Spaß und sofern sie mir Spaß machen, kann ich auch die Zeit und die Energie investieren, die dafür nötig ist, um dann auch später die Inhalte auch nachzuholen und erfolgreich zu studieren. Also sich bitte nicht davon abbringen lassen, wenn manche Aufgaben nicht so einfach sind oder nicht gelöst werden können, sondern dafür haben wir auch Vorbereitungsangebote, die man hier wahrnehmen kann. Viel wichtiger ist eben die Motivation dazu, dass einem das Spaß macht, dass man sich vorstellen kann, diese Aufgaben oder diese Fragestellungen auch über einen längeren Zeitraum in einem Studium zu absolvieren. Das ist der Anspruch der Wissenschecks. Es geht hier also nicht um Selektion oder zu sagen, du kannst irgendwas nicht, sondern eher darum zu sagen, hier sind vielleicht noch Lücken und schau mal, gefällt dir das überhaupt, was es hier an Inhalten gibt. Deswegen bitte einfach alle, die sich für diese Themen interessieren, gerne auf unserer Website vorbeischauen und einfach mal einen dieser Wissenschecks machen und dann kann man sich selbst seinen eigenen Eindruck davon machen. Ja, und zu den Aufgaben, die wir sehen ja hier im Bild, ein paar Beispielaufgaben, die wir mal zur Verfügung gestellt haben, damit man sich einen kleinen Eindruck davon machen kann, was das so für Aufgaben sind. Die Aufgabe, die wir hier ganz links sehen, da geht es um eine Art Programmplan, wie man eine gedachte kleine Drohne mit dem Namen Buggy aus einem virtuellen Labyrinth rausführen kann, indem man den Programmplan richtig vervollständigt, mit den richtigen Befehlen vervollständigt. Also es geht hier abstrakt besprochen um Programmierung. Also man programmiert praktisch hier die Drohne, die dann selbstständig aus diesem Labyrinth entkommen soll. Und dann haben wir noch zwei weitere Aufgaben. Die Aufgabe in der Mitte, da sehen wir verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen und in verschiedene Richtungen, mit Pfeilen, die in verschiedene Richtungen zeigen. Und das ist eine typische Aufgabe für einen Wissenscheck in der technischen Mechanik. Also, dass man ja überlegen soll, wie drehen sich jetzt die einzelnen Zahnräder, wie sind die miteinander verbunden, so dass man die Drehrichtung vorhersagen kann und die richtigen Pfeile aussucht, um die Aufgabe zu lösen. Und dann zuletzt noch eine Aufgabe, wo es darum geht zu entscheiden, in welchem Schwingmoment dieses Pendels die Feder, die da unten angebracht ist, eben der größten Stärke oder Energie ausgesetzt ist. Auch hier, das geht in Richtung Physik, aber auch technische Mechanik, dass man sich da dann die richtige Lösung von diesen vier Zuständen, die dieses Pendel hat, dann aussucht und darüber dann herausfindet, was die richtige Lösung war. Das kriegt man dann auch immer zurückgemeldet in diesen Wissenschecks. Das heißt, man erhält auch immer ein Feedback zu den einzelnen Aufgaben, die man dann bearbeitet hat. Ja, also meine Empfehlung, machen Sie die Wissenschecks und schauen Sie sich das mal an. Welche Aufgaben oder welche Angaben braucht ihr von den Teilnehmenden? Guter Hinweis, danke. Also grundsätzlich kann man diese Wissenschecks vollkommen anonym machen. Man muss gar nichts angeben. Also es ist auch frei zugänglich für alle über die Website erreichbar. Was aber für uns und auch für das Projekt, die Mittelgeber, die EU und das Land Brandenburg schön ist und wichtig wäre, dass man eine Mailadresse angibt und noch Alter und Geschlecht. Das wäre schon gut, damit wir auch sagen können, da hat eine reale Person den Test absolviert. Wir wissen, dass nicht jeder gerne diese Angaben macht. Gerade bei der Mailadresse ist das jetzt nicht für jeden das, was man gerne angeben möchte, aber die Daten werden, wie gesagt, auch nicht auf einer Individualebene ausgewertet oder haben auch keinen Einfluss darauf, ob jemand jetzt einen Studienplatz bei uns bekommt oder nicht. Dafür sind diese Tests gar nicht da. Also insofern, man muss nichts angeben, man kann das machen und ich empfehle allen Leuten, die sich für ein Studium hier interessieren, dass sie auch diese Wissenschecks einmal gemacht haben. Ja, super, dann danke ich dir, Sebastian. Und Danke dann dir. würde ich auch gleich überleiten zu unserem nächsten Gast, Birgit. Ich hatte ja schon kurz gesagt, sie leitet hier das TH College und das TH College bietet halt auch dieses Projekt im Vorsemester. Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Hallo. Dann stell mir bitte nochmal das Vorsemester vor. Ich gehe jetzt schon mal hier eine Seite weiter. Ja, herzlich willkommen auch von mir.
Bettina hat es schon gesagt, das TH College ist quasi so ein Dach für alle Angebote der Studienvorbereitung und Begleitung hier an der TH Wildau. Und ein Angebot ist das Vorsemester. Wie der Name schon sagt, vor dem Studium, also quasi als nulltes Semester, immer im Sommersemester, kann man das hier bei uns belegen und zwar kostenfrei für alle Teilnehmenden. Und im Prinzip steht es auch allen offen. Allerdings gibt es einige Zielgruppen, denen würden wir das Vorsemester jetzt ganz speziell empfehlen. Und das wurde im Prinzip vorhin auch schon genannt. Es gibt eben verschiedene Gründe, warum man vielleicht die Inhalte, die man in der Schule gelernt hat, nicht mehr ganz so präsent hat. Dann kann man die, also Mathematik zum Beispiel oder auch Physik, im Vorsemester ganz gut auffrischen. Das Vorsemester findet immer samstags statt, also hoffentlich denken wir auch für Berufstätige gut zu absolvieren. Und man kann natürlich bei dieser Gelegenheit auch gleich den Campus der TH Wildau kennenlernen, mal so ein bisschen hineinschnuppern, wie das denn so wäre, wenn man ein berufsbegleitendes Studium absolvieren würde. Das würde ja dann auch immer samstags stattfinden. Im Übrigen sind die berufsbegleitenden Studierenden dann auch parallel auch immer auf dem Campus anwesend, in der Regel samstags. Und man kann eben einfach auch mal sehen, so dieses wissenschaftliche Arbeiten, wäre das eigentlich was für mich? So kommt ein Studium für mich überhaupt in Frage. Und gerade zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten haben wir dann auch noch einen Anteil im Vorsemester, das sogenannte wissenschaftliche Projekt. Und da wird dann tatsächlich ein kleines Projekt durchgeführt in einer Gruppe, also mit dem normalen Ablauf, so wie Sie das auch im Studium machen würden, also angefangen von der Recherche in der Bibliothek, dann zur Wahl der Methode. Sie würden vielleicht eine kleine Befragung machen, das dann in der Gruppe auswerten und am Ende findet dann auch noch mal eine Präsentation statt, auch etwas, was Sie im Studium häufiger machen müssen. Und so können Sie dann schon so mal ein bisschen hineinschnuppern und entscheiden, ob Ihnen das Spaß machen würde oder eher nicht so. Wir haben gerade aktuell die Diskussion, nehmen wir noch weitere Fächer auf, Mathematik und Physik für unsere technischen Studiengänge, werden wir auf jeden Fall wieder anbieten. Wie gesagt, das wissenschaftliche Projekt ist auch fixer Bestandteil des Vorsemesters. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir auch Informatik diesmal noch dazu nehmen. Das wäre das erste Mal. Aber gerne schreiben Sie uns, wenn Sie noch andere Bedarfe haben und andere Wünsche, welche Vorbereitungsangebote sollten wir noch machen, damit Sie sich besonders gut auf das Studium vorbereitet fühlen. Sie können also jederzeit gerne an college@th-wildau.de schreiben und dann werden wir das mal prüfen, was wir davon umsetzen können. Gut, dann danke ich dir. Wir haben noch eine dritte Möglichkeit hier an der Technischen Hochschule in Wildau, die Sie nutzen können. Auch die ist erstmal kostenfrei. Das ist die Matheberatung. Das hatten wir ja schon gesagt, das Vorsemester, sowohl die Wissenschecks sind auch eine kostenfreie Institution oder Möglichkeit, sich weiterzubilden. Auch die Matheberatung, das wird hier von unserer netten Kollegin Dr. Xenia Jeremias angeboten. Auch hier können Sie direkt einen Termin mit Frau Jeremias machen und dann kommen Sie zu uns an die Technische Hochschule und besprechen sozusagen in einem Gespräch und auch Frau Jeremias macht auch ein paar Tests mit Ihnen, besprechen dann sozusagen, wo sind Ihre Stärken im Bereich Mathematik und was ist noch ausbaufähig. Da gibt es so eine Art Einstufung und dann wird Frau Jeremias Ihnen eine ja, Art Empfehlung geben, was sie empfiehlt, was sie noch vorbereitend machen sollten, um sich gut auf ein Studium vorzubereiten im Bereich der Mathematik. Und da hat sie zum einen das Instrument der selbstentwickelten Mathe-Online-Lernmodule. Das heißt, die sind auch direkt für unsere Studiengänge zugeschnitten. Die sind ganz individuell auf die Studiengänge, die halt Mathe beinhalten, zugeschnitten. Und da kann sie ganz genau sagen, ja, bitte bearbeiten Sie in dem und dem Lernmodul den und den Part oder das ganze Lernmodul. Das würden Sie dann ganz individuell besprechen.
Oder besuchen Sie zusätzlich noch einen unserer Vorbereitungskurse. Die sind dann nicht wie das Vorsemester über ein ganzes Semester, sondern die sind dann wirklich direkt vor Beginn des Studiums. Also die Studien beginnen hier meistens Anfang September. Die erste Vorlesungswoche ist dann die dritte Septemberwoche. Und vorbereitend, denn im August, Juli, August oder September werden diese Mathe-Vorbereitungskurse angeboten bei uns. Die sind allerdings nicht kostenfrei mehr. Da müssen wir den Dozenten bezahlen und die bewegen sich im Raum zwischen 100 und 120 Euro. Also halt ich weiß nicht, wie viele Stunden die beinhalten, 5 bis 10 Stunden, glaube ich, oder nee, mehr, ne? Vier Wochen wäre bei Vier-Wochen-Kurse, Entschuldigung. 120 Euro, Oder genau, das wäre zum Vier-Wochen-Kurse. Beispiel der Mathe-Intensivkurs Alles dann, ne? klar. Da 4 Wochen für alle, die sich wirklich sehr gut in Mathe vorbereiten wollen und gerade eben auch für die, die vielleicht schon länger mit Mathe nicht mehr zu tun hatten, Genau. empfehlen wir auf jeden Fall den Intensivkurs. Genau. Und die das Vorsemester eventuell auch nicht geschafft haben, dann kann man wirklich nochmal intensiv vorbereitend sagen, ich bereite mich jetzt nochmal ganz intensiv auf diese eigene Thematik vor, weil die ist wirklich essentiell in allen technischen und auch ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen bei uns. Gut, dann gebe ich Ihnen hier nochmal ganz kurz den Überblick, wo können Sie das, was wir Ihnen heute versucht haben, gut verständlich darzustellen. Wo können Sie das auch nochmal nachlesen? Wissenschecks, also alles natürlich auf unserer Webseite www.th-wilder.de und dann jeweils slash Wissenschecks für die Wissenschecks, für die Wissenstests, die Vorbereitungskurse bzw. das Vorsemester, aber auch die Matheberatung. Und hier haben wir nochmal extra aufgeführt als Vorbereitungsmaßnahme aus dem Ausland ins Studium bei uns. Aber dadurch, dass wir das heute nicht besprochen haben, haben wir das nur noch mit aufgezählt, weil das halt auch noch eine Vorbereitungsmaßnahme ist, die es bei uns gibt, aber die heute einfach nicht thematisiert wird. Aber vielleicht der Link ist Studienvorbereitung, ne? Genau. Der wäre der Sammellink. Ne? Da Genau. finden Sie jeweils alles, was wir dann gerade aktuell zur Studienvorbereitung anbieten. Also auch die vorgenannten, wo der Direktlink hier gegeben ist, aber vielleicht als zu merken. Okay, für Ja, Eventualitäten. genau. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch, Sie herzlich einzuladen zu unserem nächsten Webinar. Das ist heute in 2 Wochen, am 21.11.2019, wieder um 17:30 Uhr. Und diesmal haben wir das schöne Thema Studienfinanzierung. Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es für Sie als beruflich Qualifizierte?                                                                                                ││     ││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